viele auch Gewohnheitstiere sind. Mhm. Alle von uns sind mit der Tankstelle aufgewachsen. Das kennen wir gar nicht anders, haben wir nie anders gesehen. Und wenn man dann nicht vor Augen geführt bekommt, dass es auch anders geht, dann glaubt man irgendwann, es muss immer so sein. Okay, dann hallo, herzlich willkommen bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ich bin Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität und heute bin ich zu Gast in den Heiligen Hallen bei Oliver Krischer von der Fraktion der Grünen. Ich freue mich sehr, dass wir den Termin heute bei Ihnen bekommen haben. Vielen Dank schon mal zum Anfang davor. Wollen Sie sich mal kurz vorstellen? Ja, Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hier im Bundestag, also keine Heiligen Hallen, mein Büro ist ein ganz normales Büro, aber ein Büro im Bundestag halt. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, bin in der Grünen Fraktion als stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Arbeitskreis 2, das ist das ganze Thema Umwelt, Energie, Landwirtschaft, Verkehr und Bauen zuständig. Ich komme aus dem Herzen des rheinischen Braunkohlereviers, also da Tagebau Hambach, Hambacher Wald, da wohne ich ein paar Kilometer daneben, das ist meine Heimatregion und bin inzwischen jetzt auch seit über 3 Jahren passionierter E-Autofahrer, also kenne das Thema auch nicht nur von der politischen Seite, von der theoretischen Seite, sondern auch ganz gut von der praktischen Seite. Wenn Sie so jetzt schon seit 3 Jahren Elektroauto oder Hybrid? Nein, Elektroauto. Also ehrlich gesagt, Hybrid ist für mich kein Elektroauto. Ich da manche Kiste da sehe, besonders manches große Fabrikat, was dann 15 Kilometer elektrisch fährt. Ehrlich gesagt, das hat für mich wenig mit Elektromobilität zu tun. Sie geben mir so ein schönes Stichwort, Herr Krischer. Ich habe mir so ein paar Kleinigkeiten hier aufgeschrieben und einen meiner ersten Stichpunkte ist, wenn Sie jetzt als Abgeordneter hier oder Mitglied des Bundestages hier tätig sind, können Sie hier laden? Haben Sie hier eine Möglichkeit, Ihr Auto zu laden? Also das ist, damit fängt es schon an. Ja. Es gibt in der Tat auch bei der beim Fahrdienst, ich selber habe hier in Berlin kein Auto, ne? Wenn ich da mal ein Auto des Fahrdienstes in Anspruch nehme, da gibt es in der Tat Hybride, aber die können hier am Bundestag irgendwo aufladen. Da fängt es dann schon an, dass die dann morgens vielleicht ein paar Kilometer elektrisch fahren, aber ab dann ist die Batterie leer oder muss halt wieder aufgeladen werden während des normalen Verbrennerbetriebs. Hier unmittelbar um den Bundestag herum gibt es zwar Ladesäulen, aber nichts spezielle Infrastruktur für den Bundestag. Und das ist immer schon so ein Punkt gewesen, dass wir dafür gekämpft haben und haben gesagt, naja, man muss eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen. Man muss gucken, dass hier die Abgeordneten dann auch elektrisch fahren oder gefahren werden, wenn sie dann den Fahrdienst in Anspruch nehmen. Und das ist bisher noch alles sehr bescheiden und wie ich finde, alles andere als vorbildhaft. Das heißt also hier, ich sage jetzt mal hier, wo die Millionen und Milliarden ausgegeben werden an Fördergelder für Ladeinfrastruktur, krankt es noch ein bisschen. Ja, ihr krankt es ganz besonders. Ja. Wenn Sie dann in die Debatten reingehen und im Parlament, im Ausschuss, im Verkehrsausschuss über Elektromobilität diskutieren, da gibt es in allen Fraktionen durchaus engagierte Kollegen. Also ich würde jetzt da gar nicht sagen, dass das nur Grüne sind. Auch wenn bei uns wahrscheinlich der Anteil am größten ist. Aber Sie merken halt, dass viele der Kolleginnen und Kollegen noch ganz, ganz tief in der Welt der Verbrenner stecken, mit den Vorurteilen unterwegs sind, von mangelnden Reichweiten bis zu irgendwelchen Schauermärchen über, wie wird Lithium gewonnen und so, wo man nur den Kopf schütteln kann. Also der Bundestag ist, das muss man leider so sagen, in seiner Gänze leider alles andere als die Speerspitze der Bewegung und auch, glaube ich, mit ein bisschen Ursache dafür, dass wir in Deutschland hinterherhinken. Mhm. Wenn man hier vor der Tür steht und sieht, was hier an Fahrzeugen ankommt, das sind eben keine Elektrofahrzeuge, sondern es ist der klassische 7er BMW, der entsprechende Daimler und all das, was eigentlich nicht mehr Zukunft ist. Mhm. Dabei macht ja eigentlich Elektroautofahren wahnsinnig viel Spaß und eigentlich, weil es auch gerade so leise und so ruhig ist und so entspannt ist, müsste man eigentlich denken, dass so ein gestresster Parlamentarier es doch eigentlich genießt,
in ein E-Auto zu steigen. Ist das vielleicht auch ein bisschen so eine Symptomatik, warum tun wir uns so schwer in Deutschland mit Elektromobilität? Also vielleicht, ich merke selber, ich bin seit 2007 elektrisch unterwegs, habe also so die ganzen Anfänge hier kennengelernt und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, wir sind irgendwie weitergekommen, es gibt mehr Modelle und so und es gibt auch Ladesäulen, aber Sie haben es angesprochen, Vorbehalte findet man heute immer noch genauso wie noch vor 10 Jahren. Woran mag das liegen? Also ich glaube, eine Ursache ist, da muss man überhaupt nicht drum rumreden. Wir haben eine Autoindustrie, die den Anschluss verpasst hat, die ja bis vor kurzem zum Teil heute ja noch auf Verbrenner setzt und alles dafür getan hat, dass in Deutschland die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass man Vorreiter sein kann, dass es für Menschen attraktiv ist, sich ein Elektroauto zu kaufen. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass wir durchaus ja viele auch Gewohnheitstiere sind. Alle von uns sind mit der Tankstelle aufgewachsen. Das kennen wir gar nicht anders, haben wir nie anders gesehen. Und wenn man dann nicht vor Augen geführt bekommt, dass es auch anders geht, dann glaubt man irgendwann, es muss immer so sein, dass man zur Tankstelle fährt, da irgendeinen ölbasierten Kraftstoff reinkippt und das gar nicht anders machen kann. Und da kommen dann viele Legenden oder teilweise auch Schauermärchen zustande. Da höre ich dann immer wieder, ja, wenn dann alle nach Hause kommen und ihr Elektroauto laden, dann fällt der Strom aus. Also das sind ja alles Geschichten, wo man, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, schon selber drauf kommen könnte, dass das so am Ende gar nicht sein kann. Und wir dann auch ständig Stromausfälle haben, wenn plötzlich alle Leute anfangen, ihr Haus zu staubsaugen. Das passiert aber auch nicht. Oder sich die Haare föhnen. Da redet keiner drüber. Das ist völlig selbstverständlich, weil wir da lange Systeme entwickelt haben und das konforme Verhalten von Menschen dann so nicht so ist. Aber einfach, weil wir Gewohnheitstiere sind und immer auf diese Benzin- und Dieselmotoren fixiert waren, deshalb glaube ich, geht sehr wenig vor. Oder ist man in Deutschland einfach nur besonders kritisch? Ich meine, wenn ich es mal so vielleicht mal mit einem Land wie China vorsichtig vergleiche, die machen ja manchmal ist vielleicht so gefühlt Dinge 2 Schritte, bevor sie nachdenken. Also so kommt einem das vor, also da wird ganz schnell gehandelt und dann denkt man vielleicht hinterher drüber nach. Und sind wir Deutsche vielleicht einfach nur besonders kritisch oder sind wir, wie Sie schon angesprochen haben, einfach auch ein bisschen vielleicht zu verwöhnt? Also ich glaube gar nicht, dass das jetzt so eine typisch deutsche Grundhaltung ist. Es kommen ja einfach nur verschiedene Sachen zusammen. Die gewohnheitsmäßige, das auf das Vorhandene fixieren, das gibt es in anderen Ländern auch. Der Unterschied ist halt nur einfach, wenn Sie sich angucken, wo in Europa geht es da mit der Elektromobilität besser voran. Und dann kommen Sie in Länder, die keine eigene, jedenfalls keine relevante Automobilindustrie haben. Und natürlich war das, was wir hier seit vielen Jahren erleben, ist davon geprägt, die vorhandene Struktur dessen, was da an Diesel und ja vor allen Dingen an Diesel, aber auch Benzinmotoren hergestellt wird und die entsprechenden Automodelle und Autokonzerne dann zu schützen. Und da hat es lange Zeit überhaupt keine Politik in irgendeinem Ansatz gegeben. Wenn Sie dann nach Norwegen oder in die Niederlande gehen, da hat man gemerkt, da gibt es einen globalen Trend. Wir müssen dafür was tun, wir müssen Klimaschutzziele erfüllen und dann ist einfach der Vorlauf viel, viel länger und viel, viel besser gewesen. Hier war das eher nur so auf so einer verbalen Ebene. Da hat man mal als Bundeskanzlerin verkündet, 1 Million Elektroautos bis 2020. Und dann war das Thema wieder beendet. Bis heute, ich meine, das ist ja absurd, gibt es keine wirkliche kein vernünftiges Reglement, wie in Deutschland Ladesäulen aufgebaut werden. Es ist alles kompliziert und alles unklar und am Ende sehr, sehr wenig strukturiert. Und das sind halt die Fehler der Vergangenheit, die jetzt nach wie vor hier auf uns liegen die nach wie vor dafür sorgen, dass wir da nicht an die Spitze der Bewegung kommen. Gut, okay, Herr Krischer, dann erstmal schönen Dank für die ersten Eindrücke. Dann können wir nur hoffen, dass Deutschland anfängt, sich zu bewegen und sich dann doch an die Spitze der Bewegung irgendwie setzt. Vielen Dank erstmal an der Stelle fürs Zuschauen und weiter geht's dann im zweiten Teil.